Ja, ich habe Ihnen was mitgebracht. Ein frisches Gehirn. Für die da hinten, die denken, ist das jetzt eine Erbse, also ist echt ein frisches Gehirn. Und gerade entnommen, deswegen ist das hier auch in so einer Petrischale drin. Es wehrt sich immer, wenn es raus soll. Hat so ein bisschen die Konsistenz von einer Nacktschnecke. Nacktschnecken kennen Sie, ne? Also diese ekligen, klebrigen. Nacktschnecken kennen Sie, ne? Klebrig, eklig. Ich komme aus Oberbayern, man hört das nicht. Ich komme aus Hannover gebürtig, aber ich wohne da. Ich habe leider recht. Da gibt es Nacktschnecken. Wollen Sie mal hier das Gehirn testen? Geil, ne? Das Echte ist wirklich so groß. Sie dürfen auch mal. Ja, im zweiten Gehirn denken Sie es leichter. Ups. Ja, das hat eine Botschaft natürlich, weswegen ich das mitbringe. Nämlich die Botschaft, was braucht dieses Gehirn, damit wirklich Transfer und Umsetzung von Veränderungen funktioniert. Genau, darauf komme ich zu sprechen. Und was dieser nette Maulwurf mit dem ganzen Thema zu tun hat, ganz einfach, wir haben momentan, wenn es um das Thema Transfer und Umsetzung von Veränderungen geht, tatsächlich einen blinden Fleck und ich möchte Sie ein bisschen sehend machen an dieser Stelle. Ja, paar Worte, wie komme ich auf das Thema? Der Frank hat schon erzählt, also ich befasse mich seit etlichen Jahren mit dem Thema Veränderung und warum sie nicht klappt. Und manchmal werde ich ja gefragt, warum Change mich am Arsch, warum Weiterbildungslüge. Letzten Endes sind es ja Themen, die Menschen bewegen, auch das Veränderungstempo bewegt Leute. Und diese Verbindung, warum klappt Veränderung oft nicht, das ist so die Frage. Ich meine, Change mich am Arsch kenne ich auch von zu Hause. Ich habe 2 Kinder, 11 und 14. Wer hat auch Kinder? Hm? Okay, die anderen haben von Kindern gehört. Okay, das beruhigt mich. Also auch da ist die Frage, wie kriegt man es hin, dass in frühen Jahren im Grunde genommen diese Kompetenzen existieren zur Veränderung. Ja, diese Transferstärke-Methode oder die Transferstärke-Idee, die ich heute mitgebracht habe, da steckt jetzt mittlerweile 10 Jahre Arbeit drin. Und da möchte ich Ihnen einfach einen kleinen Einblick geben. Das heißt, was ist überhaupt diese Perspektive der Transferstärke? Wir hoffen ja heute immer noch auf Lerntransfer, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich möchte heute Ihnen das Feld öffnen und deutlich machen, warum die Hoffnung nicht mehr bestehen sollte, weil es ein Irrtum ist. Und die Perspektive, die ich zeige, ist eine Ergänzung zu dem, was schon 20 Jahre und mehr Lerntransferforschung wissen. Aber es ist eben eine andere Perspektive. Ja, und was kann man machen in der Richtung? Klar. Wenn wir uns das Thema anschauen, Transferstärke-Modell, dann gibt es ja die schöne neue Lernwelt. Deswegen sind wir hier. Und ich höre öfter so den Punkt, ja Mensch, warum reden wir überhaupt noch über Lerntransfer? Ich kann mir doch an jedem Ort der Welt das Wissen hochzaubern aus dem Internet. Ich kann mir das Video reintun. Klar, stimmt, ich kann jederzeit irgendwo ein YouTube-Video aufmachen, wo drin steht, wie repariere ich mein Klo. Brauche ich nur abgucken. Das, was aber übersehen wird bei dem Thema Veränderung, ist, Lerntransfer hat ja auch die Komponente, ich muss vielleicht bei mir in meinem Denken und Verhalten etwas verändern. So, und wenn ich mir jetzt ein Video anschaue zum Thema, wie kommuniziere ich richtig, wie mache ich Feedback, wie verkaufe ich besser, dann kann ich mir das Video anschauen, aber dann habe ich noch nicht mein Denkmuster verändert, noch nicht mein Verhaltensmuster verändert. Und insofern ist die Frage, was passiert morgen, immer noch genauso wichtig wie vor zig Jahren schon. Genauso Blended Learning, da haben wir noch ganz hohen Präsenzanteil. Und Präsenzanteil ist ungebrochen, wenn man sich das so anschaut in den Firmen, das Thema. Präsenzanteil ist das. Menschen wie Sie hier vor mir sitzen und genau da kann man sagen, es gibt den Verlagmanager Seminare, die machen immer wieder solche Studien und da kommt ganz klar die Botschaft, immer noch 1-2 Tage Seminare singulär im Bereich Soft Skills ist das Format, was immer noch besonders funktioniert. So, das heißt, wir sind da noch nicht weg von und selbst wenn wir davon weg wären, ist das, was ich Ihnen heute mitgebracht habe, immer noch wichtig im Blick zu behalten. Wenn ich diese Menschen dort sehe oder Sie hier. Und ich würde jetzt hier so rumgehen und denken, Mensch, jetzt kriegen Sie den ganzen Tag ganz viele Impulse. Was werden Sie wohl davon umsetzen? Dann gucke ich Sie an und sage, guck ganz nett, wahrscheinlich motiviert, Kopf liegt noch nicht auf der Tischplatte, läuft wahrscheinlich. So, dass das nicht so ist, darauf komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber wir denken immer, Motivation ist es. Jetzt sehe ich Sie und denke, ach Mensch, Sie sind doch die Umsetzerin per se, ne?
Und vielleicht ist Ihr Chef ja auch so jemand, der sagt, ich kenne Sie, Sie sind eine engagierte Mitarbeiterin, Sie sind fleißig, Sie arbeiten wie ein Pferd. Da kann Transfer auch funktionieren. Was ich Ihnen aber zeigen werde, ist, warum das vielleicht klappt, aber nicht zwingend. Warum das ein Irrtum ist. Und wenn sich die Menschen dort vorne anschauen, dann könnten Sie auch sagen, ja, welcher von denen wird wahrscheinlich viel umsetzen und welcher wenig. Und das, was ich in den Firmen höre und was Sie vielleicht bei sich auch kennen, sind bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Mythen. Nämlich ein Mythos heißt, viel hilft viel. Überlegen Sie mal, ob Sie, wenn Sie jetzt irgendwo in dem Bereich dort wirken, ob Sie da auch noch viel hilft viel als Mythos haben. Ich muss einfach in ein, zwei Tage viel reinpacken. Der zweite Gedanke ist, die sind ja alle erwachsen, die werden schon gut umsetzen, die sind ja groß. Ein dritter Gedanke, der immer wieder kommt, ist, dafür ist doch der Trainer da oder wer auch immer das herstellt. Also die grundsätzliche Annahme von Führungskräften ist, und wenn Sie selbst welche sind, vielleicht kommt Ihnen das vertraut vor, dass Sie sagen, naja, ich habe doch dafür jemanden, da schiebe ich den rein in das Seminar oder was auch immer das für ein Format ist, hole ihn wieder raus und dann wird es gut sein. Und das letzte Ding, was man immer denkt, ist, der wird es doch im eigenen Interesse tun. Motivation. Und das sind so ein paar Klassiker, die da draußen regieren. Und die Botschaft, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist, ja, das sind wichtige Elemente, aber es reicht nicht. Ich habe Ihnen ein Bild aus meiner Heimat mitgebracht in Bad Feilenbach. Das ist so bei Rosenheim. Und mit diesem Bild möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die mich über die letzten 10 Jahre durchgetragen hat durch diese Forschung. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, ich habe einen Schwiegervater, der ist Botaniker. Das ist auch Botanik, für die, die es nicht sofort gesehen haben. Also, das ist eine sehr seltene Botanik. Für die, die es jetzt nicht erkannt haben, das ist der Schuppenwurz. Total selten. Als mein Schwiegervater uns besucht hat, wie gesagt, Vollblutbotaniker, da hat er das bei uns in der Gegend gesehen und ist fast ausgetickt. Er hat gesagt, das ist so selten, da muss jetzt unbedingt zum Kur- und Tourismusverein nach Bad Feilenbach gehen und dem sagen, die müssen Busse vorfahren, um das zu zeigen. So selten ist das. So, und als ich mal so vor etlichen Jahren beim Schwiegervater in Kontakt kam, da war ich in einer keiner guten Ausgangssituation, nämlich der Schwiegervater hat seinen 3 Töchtern eine Botschaft mit auf den Weg gegeben. Liebe Mädels, bitte bringt mir nicht mit nach Hause. Erstens, jetzt können Sie sich was Schlimmes überlegen. Für manche ist auch Professor schlimm. Das Zweite, überlegen Sie sich noch was Schlimmeres. Falls die Fantasie das hergibt. Und drittens, kein Psychologen. Und für die, die vorhin kurz gesehen haben, ich bin nur einer und habe gedacht, Mist, hätte ich Chemie studiert. Dann habe ich gedacht, oh, wie wird denn das sein, wenn ich den Schwiegervater treffe und wie werden wir uns treffen? Und damals habe ich noch in Osnabrück gelebt. Naja, und dann habe ich sie getroffen und es gab so ein Mittagessen und danach sind wir durch ein Waldstück am Frieden gegangen. Und dann müssen Sie sich folgende Situation vorstellen. Wir laufen da durch dieses Waldstück und er so, oh, Axel, schau mal, ein Leberblümchen und da eine Buschwindknolle. Und guck mal, diese Knöllchen, ist ja der Wahnsinn. Und plötzlich habe ich Dinge gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich wurde plötzlich sehend, wo ich vorher nur Unkraut gesehen habe. Und das hat mich total fasziniert, weil ich ja, also meine bisherige Vergangenheit zum Thema Blumen war wirklich sehr dünn. Ich habe gedacht, Mensch, wenn man das so toll sieht, weil Botaniker bewegen sich immer auf Grasnarbenhöhe, also wenn man das so alles so sieht, was da alles zu sehen ist, boah, das möchte ich eigentlich auch für die Psychologie. Das hat mich so getrieben in den letzten Jahren, nämlich, wo lernen wir was zum Thema, wie funktioniert wirklich Lern- und Umsetzung und Veränderung? Überlegen Sie mal, wo Sie das gelernt haben. Wie das genau funktioniert da oben in Ihrem Oberstübchen. Was sind so die Mechanismen, die da eine Rolle spielen? So, und das ist so ein Stück die Idee der Transferstärkelösung, nämlich zu schauen, wie kann ich Menschen das sichtbar machen, was sonst unsichtbar ist. Ja, dieses soll Sie jetzt nicht daran erinnern, dass das Modell, was in der Transferstärke ist, im SUF entstanden ist, sondern tatsächlich eine andere Botschaft gekoppelt, nämlich wenn man jetzt hier das sieht, im Grappa, und dann entsteht ja so ein Grappa im Grunde genommen auf der Basis von ganz vielen Trauben, die irgendwo reingeschüttet werden, destilliert und dann kommt was unten raus.
Und Psychologen machen das genauso, die nehmen bloß keine Trauben, sondern die nehmen im Grunde genommen das, was die Psychologie schon weiß. Sprich, ich habe damals 2009 begonnen, mir überlegt, was wissen wir eigentlich schon, warum Veränderung, Lerntransfer in dem Fall, warum das schon funktioniert. Und bin auf 18 Konzepte, Modelle gestoßen, wovon es einige gibt, wo ich heute merke, wenn ich hier so durch die Lande gehe, dass manche von diesen Konzepten total unbekannt sind. Also ein Modell, was auch dann eingeflossen ist, ist das Relapse Prevention Modell. Relapse Prevention steht für Rückfallmanagement. Und das kommt ursprünglich aus der Gesundheitspsychologie, hat ein Mann entwickelt namens Marlatt, Gordon Marlatt, kann man auch gut googeln. Und der Marlatt hat das eigentlich aus der Gesundheitspsychologie entwickelt. Und man kann sagen, naja, das hilft auch, Alkis von der Flasche loszukommen. So stark ist im Grunde diese Technik. Und natürlich liegt da nahe, wenn das Alkis hilft, warum nicht auch der Wirtschaft? Diese Forschung können Sie sich so vorstellen, ich habe versucht, einen großen Fragebogen zu entwickeln, wo all diese Facetten drinstehen. Ich habe den ganz vielen Probanden gegeben und dann machen Psychologen und auch andere Sozialwissenschaftler und Wissenschaftler machen was man dann halt Faktorenanalysen nennt. Also da geht es darum, wirklich Daten miteinander in Verbindung zu bringen, was hängt zusammen, was nicht, also Zusammenhangsstudien zu machen. Und auf dem Weg ist letztendlich das Modell entstanden. So, wenn man es gleich sieht, das Modell und die Idee, über die ich hier spreche, dann wirkt die gar nicht mal so überraschend, dass das rauskommt, aber die Folge, die das hat, die möchte ich Ihnen vorstellen. Also, ich kam ja von der Idee, heute hoffen wir, dass Leute umsetzen, heute schauen wir maximal noch auf Motivation. Wie ist aber der Lerner aufgestellt? Und was ich Ihnen jetzt zeige, ist das Ergebnis des Testes als ein Report. Und da sehen Sie im Grunde diese vier Faktoren, wo ich Ihnen einen kleinen Einblick zu gebe. Nämlich, Sie sehen vier Faktoren, die Person ausmacht. Und da gibt es natürlich, das wundert einen am Ende des Tages nicht, die Offenheit für Fortbildungsimpulse. Da geht es aber nicht nur darum, sozusagen offen zu sein für neues Wissen, sondern es geht darum, auch offen zu sein für verschiedene Lernformate, für Übungen. Aber auch sich zum Beispiel klar zu werden, wie bin ich gegenüber völlig Neuem und Ungewohnten eingestellt und schlussendlich, wie gehe ich auch um mit Tipps und Empfehlungen, die mir vielleicht erstmal ungewohnt erscheinen. Um Ihnen da eine kleine Komponente zu verdeutlichen, was da für eine Fähigkeit und für eine Haltung drin steckt in diesem einen Feld, kleine Übung, die kennen vielleicht viele, wenn Sie mal die Arme so verschränken wie üblicherweise, hat jetzt nichts mit Körpersprache zu tun, sondern einfach mal genießen und mitmachen. Und Sie machen das, wenn Sie das jetzt eingenommen haben, genau andersrum. Ja. So, gehen Sie mal zurück. Manche spüren was, manche spüren auch nichts. Aber wenn Sie es nochmal zurück machen, dann wird es zumindest, wenn ich so einige Gesichtsentgleisungen richtig interpretiere, Phasen gegeben haben, wo Sie sagen, wie viele Arme habe ich eigentlich? Tintenfischtechnisch. So, und die zweite Frage, die sich Ihnen dann gestellt hat, ist, will ich das wirklich andersrum, weil es fühlt sich saumäßig an. Manche sagen auch, das fühlt sich falsch an. Manche sagen auch, das passt überhaupt nicht zu mir. Und ich habe auch schon einen gehabt, der hat dann da so gesessen, oh, ungeahnte Rückenpartien. Worum geht's? Das ist eine Gewohnheit. Wenn Sie es andersrum machen, spüren Sie was, nämlich dass es sich erstmal gar nicht gut anfühlt und dass es irgendwas braucht. Nämlich was braucht es, damit es sich genauso gut anfühlt? Wiederholung, ganz klar. Was aber jetzt zum Beispiel bei Leuten, die jetzt zum Beispiel nicht so top bei Offenheit eingestellt sind, durchaus nicht im Kopf ist, ist die Erkenntnis, dass es eben Wiederholung und Übung braucht für Dinge, die besonders sozusagen neue Tipps beinhalten. So, dann sagen die aber als Transferbarriere, ich habe die Sorge, dass ich mich verbiege, wenn ich was anders mache, wenn ich was Neues mache. So, und dann brauche ich aber eine andere Haltung, die mir dann erstmal bewusst wird, nämlich ich muss mir klar werden, üben gehört dazu und dann wird Neues auch nicht mehr wie ein Verbiegen, weil die erste Stunde Autofahren fanden wir auch nicht wirklich authentisch und danach ging es dann aber auch. Dann haben wir das Thema Selbstverantwortung für den Umsetzungserfolg. Da steckt sowas drin wie, bin ich jemand, der sich selbst was beibringen kann? Kann ich mich gut selbst motivieren? Übe ich auch selbstständig? Kann ich selbst was bei mir verändern? Hole ich mir Hilfe, wenn es nicht klappt? Und mache ich mir auch Gedanken darüber, wie ich morgen wirklich diese Dinge bei mir verändert kriege in meiner Praxis?
Also es sind ganz viele Dinge, die so Selbststeuerung und Selbsthaltung auch ausmacht. Das heißt, wenn da jetzt jemand bei 56% ist, so an der Kante zu dem Bereich, wo es dann auch wirklich ein Risiko wird, dann haben Sie hier jemanden, der eher passiv ist und sich diese Gedanken nicht macht und nichts tut. Das heißt per se an der Stelle, der geht in ein Seminar, der Trainer fackelt sein glühendes Feuerwerk ab, der geht berauscht raus, danach setzt er trotzdem nicht um, weil er nicht so aufgestellt ist. Das ist jetzt auch nicht der oberste Kandidat für E-Learning. Unten links Rückfallmanagement, da geht es um solche Fragen, wie gut kann ich wirklich ein Muster bei mir verändern? Also es ist ja so, wenn ich immer jeden Tag hier mein Muster, meinen Gang gehe, dann ist das gut einprogrammiert. Dann ist da oben im Kopf, sagen die Hirnleute, ist das eine Datenautobahn. So, und wenn ich jetzt eine Abzweigung kriegen muss, dann ist das gar nicht so einfach. Und da gibt es halt Techniken, nämlich dieses Rückfallmanagement, die mir helfen, wirklich sehr viel besser die Kurve zu kriegen. Und ich mache da sehr viele Erfahrungen mit dieser Technik. Da gelingt es tatsächlich, dass Leute innerhalb von 3-4 Wochen für ein Thema zum Beispiel besser delegieren, dann wirklich 60% ihr Ziel erreichen, also einfach besser unterwegs sind, weil hier geht es nämlich darum, sich zu steuern und steuern ganz kurz, weil das hier meinen Rahmen sonst sprengen würde, aber steuern würde bedeuten, heute würden wir denken, ich muss mich nur genug zwingen, das Muster anders zu machen, ich zwinge mich jetzt endlich zu delegieren, so, das ist meistens der Denkansatz. So, und das Rückfallmanagement geht aber von der Idee aus, dass es Vorboten gibt, wie so Straßenschilder an der Autobahn, die Ihnen zeigen, Achtung, da passiert es gleich. Gleich rutsche ich rein ins Muster. Und dann sagen, erster Vorbot ist, ich habe das Gefühl, der kann das nicht. Zweiter Vorbot ist, ich habe auch keine Zeit dazu. Drittens, ich ihm das erkläre, wumm, bin ich wieder drin in meinem alten Muster. So, und diese Vorboten, wenn ich die erkenne und dann weiß, was ich tun sollte, dann schaffe ich viel besser die Kurve. Und das ist aber etwas, was jetzt so, sag mal, dem Normalbürger nicht so bekannt ist, weil hat er irgendwo gelernt. So, deswegen ist Rückfallmanagement ein Thema, wo viele sich schwer tun. Und letzte Komponente, positives Selbstgespräch bei Rückschlägen. Da geht es darum, auch gut untersucht, wenn Leute zu hart mit sich ins Gericht gehen, wenn sie also im Grunde genommen eine Veränderung vorhaben, wie besser delegieren mal als Beispiel, und sie haben es nicht geschafft, dann kennen Sie das vielleicht von sich auch und sagen, Mensch, hast es wieder nicht geschafft, du Schlappschwanz. Du wirst es nie schaffen, Totalversager. Wenn Sie so mit sich selbst sprechen, sind Sie gefährdet, dass Sie aufhören. Zumindest haben Sie keinen Bock auf Neues und ist nicht gut. Von daher, wenn jetzt jemand hier mit 44% im roten Bereich liegt, dann tut er etwas, wie er sich selbst boykottiert, anstatt eben die kleinen Fortschritte zu sehen und Lernprozess und Veränderung als einen Pfad des Lernprozesses zu sehen. So, das ist die Person. Schon wirklich sehr intensiv erforscht ist das Thema in der Lerntransferforschung mit der Situation. Das habe ich dazu genommen in das Modell. Nämlich, man weiß natürlich, dass hier ganz klar auch die Person eine Rolle spielt, auch die Situation. Nämlich, immer noch gibt es Chefs, auch wenn man die zunehmend abschaffen möchte, aber dann sind es halt andere Menschen. Dann gibt es die Kollegen um einen herum, ob die jetzt eher motivierend sind, ob die einen unterstützen bei seinen eigenen Veränderungs- und Lernbemühungen und natürlich Zeitthema. Und wenn Sie das jetzt so sehen, da hat jemand keine Zeit für Neues und Übung. Dann sagt er, ich bin nicht gut im Rückfallmanagement, Seite davor. Und er hat einen Chef, der aber auch nichts merkt, weil er keiner ist, der transferunterstützend ist, der guckt nicht nach. Dann wissen Sie jetzt schon, an der Stelle, es kann nicht gut werden. Das sehe ich aber nicht, wenn ich nur Menschen ins Gesicht schaue und wenn ich auf Motivation schaue, sondern hier schaue ich darum, was sind förderliche hemmende Faktoren, was sind so seine eigene Möglichkeiten. So, und wenn man jetzt so mal die bisherige Forschung von mir anschaut, dann haben Sie im Grunde genommen die Situation, 20% sind wirklich transferstark. Die beherrschen das aus der Modellsicht sehr gut. Und wenn ich Leute treffe, die das sehr gut drauf haben, dann sind das so in meinem Wortlaut immer Menschen, die sind unheimlich energiereich. Die haben auch ganz schnell im Kopf schon eine Idee, wie sie was umsetzen wollen. Und die richtig stark sind, das sind so kleine Atomkraftwerke der Umsetzung, kann man wirklich sagen. Wenn ich die frage, wie hast du das gelernt, dann haben die oft schon viele Persönlichkeitsentwicklungsseminare hinter sich, haben vielleicht ein gutes Elternhaus gehabt, wo sie es gelernt haben. Und Menschen, die das nicht so gut drauf haben, die haben das nirgendwo gelernt. Und das ist so ja meine Idee mit der Blumenwiese, mit dem Schwiegervater. Ich sage, ich möchte Menschen einfach dieses eröffnen, dieses Feld, und ihnen Möglichkeiten zeigen, die sie vorher nicht gesehen haben. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal so als kleinen Überblick meine Gruppe von Führungskräften, nämlich
wo man ja denken würde, die Menschen sind doch die, die besonders stark umsetzen sollten. So sieht das Bild aus. Sind 16 Teilnehmer, glaube ich, und Sie sehen dann auch hier die Faktoren aufgetragen, was Sie gerade schon gehört haben, das Umfeld. Sie sehen optisch recht viel rot und Sie sehen an der Stelle vereinfacht gesagt, dass die meisten nicht so gut aufgestellt sind beim Rückfallmanagement. Sie sehen, dass der Chef nicht groß transferunterstützend ist und Sie sehen, dass Sie nicht viel Zeit haben im Wesentlichen. Das heißt, die Botschaft, um die es mir geht, ist, wenn man das vorher weiß, dann hat man eine ganz andere Option, jetzt so einen Lernprozess aufzubauen. Das ist so die Designsicht eines Lernprozesses. Und die zweite Botschaft heißt, die Leute selbst wissen es auch nicht genau. Also keiner kann genau sagen, woran liegt denn das eigentlich, dass ich jetzt mehr oder weniger gut umsetze, sondern die sind sehr dankbar, die Leute, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe zu dem Prozess, dass sie sagen, ich wusste es nicht oder ich wusste, dass ich nicht so gut bin, aber ich wusste nicht, wo ich anknüpfen kann. Und vor dem Hintergrund, ich höre auch immer wieder die Diskussionen, dass Leute mir aus dem Personalentwicklungsbereich sagen, ich habe die Diskussion im Unternehmen, dass mir Leute nicht glauben, warum man mehr tun müsste als ein, zwei Tage oder warum wir uns überhaupt um Lerntransfer kümmern müssten. Und die Antwort steht da, nämlich weil die Menschen nicht alle transferstark sind und man das wirklich sich anschauen kann. Ja, und wenn man jetzt natürlich sich anschaut, dass das nicht jeder beherrscht, stellt sich mir die Frage, wie kann man es tun? Und da gibt es eben die Idee der Transferstärke-Methode, die jetzt sich in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, nämlich wo man sagen kann, erstmal überhaupt Leuten bewusst machen, dass sie für einen Transfer verantwortlich sind. Also Trainer wissen das, dass sie denken, die Teilnehmer schieben ihren Körper rein und hoffen, alles wird gut. Faktisch ist aber so, dass die gar nicht sich Gedanken gemacht haben, dass es eine zweite Ebene gibt, nämlich die, wo drunter steht, wie muss ich mich eigentlich steuern, wie muss ich denken, dass es klappt. Das Zweite ist, natürlich möchte ich den Leuten mit dieser Analyse und mit dem Paket, worum es da geht, deutlich machen, du kannst was tun und wenn du wirklich willst, und das ist die Betonung, wenn du willst, dann kannst du hiermit lernen, wie du das so steuerst, dass du garantiert ankommst. Wenn du nicht willst, Motivation nicht da ist, das ist sowieso alles egal. Und Selbstveränderungskompetenz. In dem Transferthema, wie ich es hier verstehe, geht es sehr stark darum, wie setze ich Dinge, die ich morgen anders machen will, wirklich in die Praxis um. Ob das nach dem Feedback in einem Training on the job ist, ob das nach dem E-Learning ist, ob das nach dem YouTube-Video ist oder ob das nach dem klassischen Training ist, egal. Morgen muss ich anfangen, Dinge zu verändern und worauf muss ich achten. Und wie kann ich da grundsätzlich stärker werden? Und schlussendlich, gerade wenn Sie Führungskräfte haben, gerade im Nachwuchsführungsbereich, dann haben Sie die Situation, dass die oft sich nicht dieser Gedanken bewusst geworden sind, wie sie Menschen und Mitarbeiter unterstützen bei der Umsetzung und Veränderung. Sondern klassischerweise reden die mit dem darüber, machen vielleicht noch einen Entwicklungsplan, da steht dann drauf, muss besser argumentieren, Maßnahme, Seminar, schöne Grüße und das war's. Und das ist zu wenig. Das ist wahrscheinlich hinten ein Sehtest, aber die Grundidee ist, und das ist so eine Idee, um Menschen bei dem Thema Transferstärke zu stärken, zu unterstützen. Ich habe das Mikrotraining genannt. Und die Mikroidee besteht letztendlich darin, Leuten über einen Test, der 10, 15 Minuten dauert, wirklich eine Idee zu geben, wo stehst du gerade und was musst du im Grunde genommen berücksichtigen, dass du besser rauskommst bei deiner Umsetzung, bei deiner Veränderung. Und wenn man das im Grunde genommen Leuten an die Hand gibt, das mit einem Trainingsprozess kombiniert, dann trägt das dazu bei, dass hier sich Türen öffnen, die vorher nicht zu sehen waren. Und wenn man das jetzt sozusagen noch begleitet mit einem Trainer, der vielleicht auch mit den Leuten noch mehr spricht, der vielleicht nochmal ein persönliches Nachfasstelefonat macht, dann schaffe ich je nach Format, wie das ausgebaut ist, einmal, dass die Leute signifikant transferstärker werden über einen Bereich von 3 Monaten und dass sie zu, sagen wir mal, im Schnitt 80-90% ihr Veränderungsziel, was sie vorgenommen haben, auch erreichen. So, das hängt aber ein Stückchen vom Format ab. Aber schlussendlich, hier macht man letztens ein Türchen auf. Und das ist jetzt auch mehr optisch als Idee. Die Teilnehmer kriegen am Ende in ihrem Auswertungsreport auch Tipps. Da steht dann zum Beispiel drin, hier um ein Beispiel zu nehmen, du bist nicht gut im Rückfallmanagement, worauf solltest du achten? Du bist jemand, der immer in deiner Priorisierung die Umsetzung eines Vorsatzes ganz nach unten schiebt. Also musst du bei dir darauf achten, dass du dich verbindlich für eine Entscheidung dafür festlegst. Oder da steht zum Beispiel, du gehörst zu jemandem, der denkt immer, es geht schnell, der glaubt, ich klopfe einmal aufs Gehirn und ist die Veränderung drin. Und das kann nur frustrieren. Insofern achte darauf, dass du dir Zeit gibst, nicht zu viel vornimmst.
Oder eben diese Technik Rückfallmanagement. Du bist nicht so gut aufgestellt, wenn es darum geht, wirklich ein Verhaltensmuster zu verändern. Also hier hast du eine Idee, wie du es besser machen kannst und es lernen kannst. So, und all das trägt dazu bei, hier diese Dinge zu tun. Und jetzt gehe ich ja sehr bewusst durch die Welt und schaue, was gibt es heute alles an Lerntransfer-Tools? Und da gibt es ja auch einiges an Lösungen und Modellen. Was heute nicht gibt, ist die Klarheit, wo muss ich bei mir als Lerner ansetzen. Was es schon gibt, und ich finde den Ansatz gut, deswegen nenne ich ihn hier, weil auch die Kollegen hier sind, nämlich die Everskill-Kollegen, die setzen natürlich an mit ihrer App, wo sie sagen, ich erinnere Leute immer wieder daran, dass sie bestimmte Dinge dort verändern, dass sie daran denken, dass sie in diesem Rhythmus drin bleiben. Und da setzen die an, und mein Fenster ist sehr viel breiter, dass ich sage, du kannst noch viel, viel mehr darüber lernen, wie du dich steuerst und veränderst. Ja, und das ist jetzt sehr bewusst ein Bild, nämlich was ich von Leuten, die an ihrer persönlichen Entwicklung interessiert sind und die auch wirklich besser werden wollen, immer wieder höre, dass sie sagen, endlich kriege ich einen Blick vor Augen, wie ich mich hier besser steuern kann. Endlich weiß ich, wo ich anknüpfen kann. Endlich weiß ich, wo es hingeht. Und das ist genau die Idee mit meiner Blumenwiese und Schwiegervater. Das hat mich getrieben über 10 Jahre Forschung und Entwicklung. Und es war nicht immer leicht. Sagen, ja, ich möchte Menschen das einfach sichtbar machen. Und wenn Sie jetzt Lust haben auf sowas, ich habe noch ganz viele Forschungsfragen offen, und wenn Sie Lust haben, mich mal der Forschung zu unterstützen, herzlich eingeladen. Ich habe heute Nachmittag einen Thementisch, können wir darüber reden. Von daher machen Sie Schluss mit dem blinden Fleck beim Lerntransfer und sorgen Sie dafür, dass dieses Gehirn sich besser verändern kann. Dankeschön.